Ich kümmere mich um den Erhalt von Grünflächen. Ich bringe in einem Partnerschaftsprojekt Menschen zusammen. Ich kümmere mich um Social Media. Also ich helfe den Menschen, ihre Dinge zu reparieren. Und ich möchte andere fürs Watt begeistern. Ich bin definitiv viel selbstbewusster geworden. Es hat mir die Kraft gegeben, auch zu sagen, ich kann das, ich weiß das, ich möchte das jetzt vortragen. Und das wäre sonst nicht so, wie es jetzt ist. Also für mich macht das BFD aus, dass ich mit den Pferden so viel zusammenarbeite den ganzen Tag und dass ich im Team arbeiten kann und wir auch zusammen wohnen. Das finde ich sehr schön, dass wir da richtig gute Freunde geworden sind. Something that I really like is the team that I work with. When I first came here, I didn't really speak German very well and they made me feel comfortable and they helped me until I slowly started to learn and understand more. Also hier im BFD bekommen wir sehr viel Vertrauen auch geschenkt. Und das ist mir vor allem sehr wichtig, denn ich glaube, uneingeschränkt kann ich mich am besten zeigen und bin auch am wertvollsten für die Stelle. Zum BFD gebracht hat mich, dass ich mich beruflich neu orientieren wollte. Ich habe viele Jahre als Krankenschwester gearbeitet und versuche jetzt hier in der Natur- und Umweltpädagogik Berufserfahrung zu sammeln, um mich dann später auch beruflich dahingehend weiterzuentwickeln. Das Tolle am BFD ist, dass es für alle Altersbereiche geeignet ist. Von Schulabsolventen bis zum Rentner können es eigentlich alle absolvieren, die Lust darauf haben. Ja, wir sind heute in Warterweil am Ammersee und wir machen hier ein BFD-Seminar. Für mich sind die Seminare deswegen wichtig, weil ich da nochmal in ganz unterschiedliche Themenbereiche reinschnuppern kann und ja, mich einfach ausprobieren kann in Themen, wo ich vielleicht sonst nie auf die Idee gekommen wäre, mich damit zu beschäftigen. Ich persönlich liebe diese Seminare, gerade weil ich dann immer wieder neue Menschen kennenlerne und auch immer wieder sehe, wie viele verschiedene Perspektiven und wie viele verschiedene Geschichten es gibt. Es ist also sehr wichtig, dass Menschen in meinem Alter, die die Rente vor Augen haben, sich damit beschäftigen, was sie nach dem Berufsleben machen. Und da mein Leben im Prinzip ausschließlich aus Reparatur bestand, war es für mich klar, was ich mache. Und dann bin ich mehr oder weniger zufällig aufs Café kaputt gekommen. Ja, das war's. War ein Match. Hat gleich gestimmt, ja. Für uns sind die BFDler einfach die Chance gewesen, eine ganz starke Kontinuität in der Arbeit aufzubauen. Ein anderer Aspekt, der aber noch für mich eigentlich wichtiger ist, ist, dass mit dem BFD immer neue Menschen in den BUND hineinkommen, jedes Jahr aufs Neue und kritische Fragen stellen und einfach überprüfen, ob das, was man macht, glaubhaft und überzeugend ist. Ich nutze den BFD beim BUND, um mich zu orientieren. Um mich für den Klimaschutz zu engagieren. Um aus Frankfurt rauszukommen. Um mir zu beweisen, dass Tierpfleger der richtige Beruf für mich ist. Um der Gesellschaft was zurückzugeben.